So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück allerseits zu Salt and Sanctuary Platinum Trophy Walkthrough auf Deutsch. Zumindest für meine Verhältnisse Deutsch. Als Bayer ist es gar nicht so einfach. Als Niederbayer ist recht nicht. So, wir sind im Salt Alchemancery angekommen. Jetzt machen wir hier auch gleich weiter. Wir haben hier auch nichts mehr viel zu erledigen. Jetzt muss ich nur überlegen, muss ich hochspringen oder reinspringen? Ich gehe jetzt einmal gerade rein. Das war schon mal falsch. Gut. Ich hatte eine 50-50-Chance und ich habe mich für das Falsche entschieden. Das ist sensationell. Aber es macht nichts. Ah, versunkener Anhänger. Da sind wir ja schon oben. Moin, Kameraden. So, dann hoch. Whee. Es ist so gut designt. So, das ist eine Mimik, die können wir gleich mitplätten. Ja, vereister Anhänger. Brauchen wir nicht. Salzlose. So, jetzt müssen wir hier hoch. Machen wir hier noch diese komischen Augen. Ja, ja, Gift, ich weiß. Ey! Hören Sie auf. Machen Sie, machen Sie. Hallo? Ja, ich war zu spät dran. Ja, ja, ich hab's kapiert. Bitte echt. Ey, hören Sie auf. Na, geht doch. Schnauze. So, Astamonolith. Das ist eine ziemlich starke Waffe, soweit ich weiß. Wir müssen aber jetzt hier hoch, weil da geht's nicht weiter. So. Okay, irgendwie hat's geklappt. So, und hier, glaube ich, können wir eine Leiter runterkicken. Genau, dann brauchen wir hier den ganzen Weg jetzt nicht mehr hochlaufen dann. Falls ich sterben sollte. Oh, schon wieder der Führer. Super. Haben wir noch 5 oder 6, ne? Also, von da brauchen wir nicht mehr sparen. So, jetzt müssen wir hier hoch. 3 Aufträge des Herzogs, das gefällt. So, hier wieder. Level Design. Leute. Was soll ich sagen? Red Hall of Cages. Ja. Super. So, das Salz hebe ich mal jetzt auf für die Rüstungen. So, hier rüber. Was steht hier? Geheimnistür. Das ist richtig. Dankeschön. So, und jetzt auch wieder Brett. Das ist wieder sowas von gut designt, Leute. Mimik. Hier sind eigentlich nur Mimics in der Salt Alchemancery. So, Aufträge des Königs nochmal und Schleier der und Aristokraten-Set. Klasse. Ist aber, glaube ich, eine leichte Rüstung, also können wir ihn nicht benutzen. So. Hebel ziehen. Es ist so fantastisch. Hier ist jetzt der einer der Secret-Bosse, der optionalen, von der anderen Seite. So. Vielleicht wisst ihr schon, wo wir jetzt rauskommen. Es ist so Brett. Cranes Pass. Es ist so gut. Es ist einfach nur so geil. Ah. So, aber ich möchte mich jetzt hier nicht hinsetzen. Ich nehme jetzt einfach das rufende Horn. Fantastisch.
Es macht einfach so viel Spaß. Hat mich erwischt. Komm schon. Hör auf. Ja. Ritter? Nee. Bin ich schon wieder da? Bin ich für einer, sonst gehe ich mal da rein. So, wir haben jetzt eigentlich so gut wie alles abgekürzt. Das wollte ich aber eigentlich nicht. Machen wir, genau, da müssen wir nämlich reinspringen. Doch, das wollte ich schon. Was rede ich denn? Oh ja, der haut rein. Der Typ haut rein. Der Gruftwächter. Mhm. So, hier können wir jetzt auch hoch. Da haben wir nur ein Item. Den tanzenden Ring. Erhöht die Verteidigung gegenüber Hieben. Ja. Gegen, wenn einer stumpfe Waffen hat, Hämmer und so, na, ist das Ding gar nicht mal so schlecht. Aber ich brauch's nicht. So, ich will jetzt hier immer nach unten. Ob's richtig oder falsch ist, wird sich rausstellen. Ja, richtig ist es sogar. Aber... Komme ich hier noch hoch? Ja, komme ich hoch. Haben wir hier nicht noch irgendeinen Gegenstand? Genau, hier ist noch eine Mimik. Steinalchemist und ein, ja. Ein Schild. So, wir sind aber hier richtig. Wir müssen hier reinspringen. Aber wir können unten, glaube ich, noch ein paar Gegenstände holen, wenn mich nicht alles täuscht. Die sind heftig. Die sind richtig heftig, die Kollegen. So, vereistes Reliquiar. Übel. Den Ritter haben wir hier noch. Dämlicher Penner. Ich sagte dämlicher Penner. Dann halt so, ohne Parry. Na gut. Ein Alkemanzie-Ritter war das. So, nächste Mimik. Also hier ist alles voller Mimics. Das befleckte Set. Wir gucken es uns an. Ist eine Klasse 5 schwere Rüstung. Also das Ding... ist natürlich jetzt deutlich schwächer als der Titan-Kyros, aber leichter. Ich denke, wir könnten vielleicht... Nee, könnten wir nicht. Nee, könnten wir nicht. Wir bleiben bei den Lederhandschuhen. Da bin ich zumindest noch halbwegs agil. So, müssten jetzt eigentlich, hier ist zu Ende, ne? Genau, jetzt müssen wir wieder hoch.
ja, ging gerade noch mal gut, so, und jetzt müssen wir hier rein. Und sind wir eigentlich schon so gut wie unten. So, da ist wieder so ein rollendes Vieh. Das ist die einzige Nicht-Mimik hier. Ja, befleckte... das Vieh. Ja. Hau bloß ab. Habe ich hier was verschieben? Ich glaube nicht. Nee. Drei versunkene Ikonen. Wo? Wer es braucht? Ring der Meditation, so, und hier? Es ist so gut, es ist so gut. Hier waren wir auch schon. Da geht's zum Siamsee zurück, hier links. Es ist einfach nur so klasse. Und rechts, wenn ich jetzt weiterlaufen würde oben, ja, da haben wir diesen Eid gefunden, den wir nur durch die blutige Verfügung dem beitreten konnten. Nach dem Beflecken eines Eids. Und dadurch, dass wir gestorben sind. Einfach nur Bombe. Ich möchte die alle ignorieren, danke. Wir sind nämlich jetzt schon beim Boss. So. Los geht's. Sind zwei. Die Anskind. Der geht ja noch. Der Magier hält nicht so viel aus, aber der Schaden, Leute, der ist brutal. Ansonsten nicht allzu schwer. So, und das sind Bomben. Bloß nicht ranlaufen hier. Also ich bevorzuge es nach Möglichkeit. Ja, ich bin, genau. Bin ich reingeschleudert worden? So, der erste ist weg. Jetzt wird es nicht mehr ganz so übel, hoffentlich. Doch, wird's. So, jetzt ist es brutal. Jetzt bin ich besoffen. Geschenkt. Ist die Abwehr nicht mehr so gut, aber ich hab's geschafft. Irgendwie. Geschafft ist geschafft. So, Alchemanzerie erledigt. Alchemanzie, nicht Alchemanzeri. Entschuldigung, Alchemanzie. So, ich glaube, hier rechts war nichts. Nee. So, die Krypta der toten Götter. Au, beinahe vergessen. Den muss ich anquatschen. Es bleibt bestehen und überdauert. Doch wofür? Überleben oder Herrschaft? Es kann flüchten und überleben. Oder es kann bleiben und die Herrschaft einfordern. Es wird beide Taten für unmöglich halten. Wonach strebt ihr denn? Überleben oder die Herrschaft? Erstmal überleben. Die Insel ist meine Domäne. Die, die sich wünschen zu fliehen, müssen sich die Flucht erst verdienen. Das ist unmöglich. Es wird das herausfinden. Was vor ihm steht, ist eine Marionette. Es wird das herausfinden. Finde mich. Er ist der Herrscher der Insel. Und ihr seht, hier läuft das Wasser rückwärts. Das ist ziemlich cool designt. Und ich bin tot. Na, oh, ich bin doch nicht tot. Hier ist nämlich das nächste Sanctuary.
Gut. Und hier ist der dritte optionale Boss auch in diesem Gebiet. So, wir werden jetzt erstmal hier einen Führer opfern. Dann einen Schmied, damit wir mehr Schaden austeilen. Und der Rest ist mir eigentlich vollkommen Ritze. Machen wir mal einen Leiter. Mal schauen, ob wir bei dem vielleicht da irgendwas eintauschen können. Das wäre auch mal so eine Option, gell? So, aufrüsten. Was haben wir denn noch? Der Titanenkürass, ja. Den machen wir auf 7. Ja, guckt euch mal die Werte an. Ihr könnt natürlich auch mit Rüstungen spielen, ohne die aufzuleveln. Das geht genauso, das habe ich auch schon oft genug gemacht. Ist überhaupt kein Problem, Leute. Aber wenn ich schon das Zeug habe, warum soll ich es nicht benutzen, ne? So, die durchtränkten Beinschienen, die bleiben drinnen, weil es eh wurscht ist. So, jetzt okay, es geht nicht weiter. Aufträge des Herzogs fehlt. Das macht überhaupt nichts. Was haben wir denn sonst noch ausgerüstet? Ich habe so viel Gedöns. Der grausige Kürbis, ja, die Lederhandschuhe. Wisst ihr was? Weil es wurscht ist. Nehmen wir. Zumindest auf 4. Die leveln wir nur auf 4 auf. Weil Soldatengedicht und Haarlocken haben wir genug gekauft. Und es ist ja nicht so teuer. So. Und ich glaube, jetzt bräuchten wir auch einen Auftrag des Herzogs. Einen hätten wir noch, aber... Ja, genau, den will ich jetzt da nicht... Obwohl, doch, komm, scheiß drauf. Nehmen wir. Geschenkt. Vollkommen wurscht. So. Reisen müssen wir aktuell, ne? Aufträge. Können wir was erledigen? Haha, können wir nicht. Wir bräuchten getilgte Herzen. Wir könnten uns eins holen, wenn ihr wollt. Wisst ihr was, Leute? Das machen wir jetzt auch. Wir holen uns jetzt ein getilgtes Herz. Weil es wurscht ist. Wir gehen jetzt zum zitternden Ufer. Damit ihr das auch mal seht. So, wir beflecken jetzt den Eid. Oder wir entweihen ihn. Aber diesmal müssen wir alle besiegen. Vollkommen wurscht ist es. Das können wir jetzt theoretisch mit allen machen. Entweihen? Okay, ich habe einen Buff genommen, warum auch immer. So, jetzt kommen sie. Wo seid ihr? Da ist der Erste. Da ist der Zweite, der Magier. Der Ritter. Ja, das Pferd kann man auch parieren, Leute. So, nicht sterben. Ach, komm schon. So, das müsste es gewesen sein. Genau. So, jetzt haben wir ein getilgtes Herz. Ich mache das jetzt mit allen, Leute, weil es mir egal ist. Ich hab Bock drauf. So, haben wir jetzt einen Führer her, weil es ist ja egal, ne? Ich brauch's ja nicht mehr, das Zeug. So, jetzt gehen wir, da sind wir gerade, dann gehen wir jetzt zur Banditenlichtung. Ich muss da nicht mehr hin. Ja,
Es spielt keine Rolle. So. Was ich aber jetzt machen werde, ich werde jetzt nicht überall einen Führer benutzen, weil sonst kann es sein, dass ich am Schluss keine mehr habe. So, jetzt machen wir. Wir haben natürlich jetzt nicht mehr alle, das ist klar, ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Sunken Keep entweihe, kann ich zum stinkenden Sumpf nicht mehr, ich kann zu dem weiten Strand nicht mehr, zum Siam See nicht mehr, ich kann nirgends mehr hin. Weil die natürlich alle verschwinden, das heißt, ich muss mich jetzt für eins entscheiden, ne? Weil es wurscht ist, nehmen wir Hagars Höhle. Da muss ich sowieso nochmal hin. Für den optionalen Boss, ne? So. Entweihen wir das Heiligtum. Hat wieder nicht geklappt. Komisch, manchmal geht's nicht. Manchmal schmiert es auf die Waffe. Wir sind böse, wir mögen böse, nicht wahr? Hui. So, nächster. Wir sind böse. Wir mögen böse. So. Hier hau ich mal noch einen Führer her. Da. Jetzt könnte man noch Watching Woods machen. Hab ich Bock drauf, machen wir. Da ist eh keiner da. Heiligtum entweihen. So. Und es geht los. Das Gras fressen wir natürlich trotzdem. Dankeschön. So, ja, wir haben jetzt natürlich nur noch 4 Führer, ne, weil alles andere ist ja entweiht. Das heißt, ich müsste jetzt alles wieder neu machen, ne? Das ist... machen wir natürlich nicht. Ich brauch's ja nicht mehr. Wichtig ist Helgas Höhle. Für den optionalen Boss, ja. Mals Ding fehlt jetzt natürlich auch, aber... Das machen wir jetzt noch schnell. Das ist jetzt auch nicht so tragisch. Jetzt wenn ich von Helgas Höhle aus... Ne, machen wir anders. So, 2 Level. So, Baum der Fähigkeiten. Dauert jetzt ein bisschen länger, aber ich hab Bock drauf, Leute. Ich hab einfach Lust darauf. Auch wenn es jetzt länger dauert. So. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen laufen. Es geht nicht anders. Wir müssen jetzt hier wieder... Werden wir natürlich hier angegriffen, ist klar. Wir
müssen uns jetzt die ganzen Dinger wiederholen. Ihr müsst es natürlich nicht machen, wenn ihr nicht wollt. Für die Platin ist es scheißegal, gell? Völlig wurscht. Bloß nicht sterben. So, wo ist der Magier hin? Achso, der ist schon weg. Gut. Wir holen uns jetzt sämtliche Heiligtümer wieder. So, getilgtes Herz zum nächsten. Natürlich dauert es jetzt länger. Dürfte klar sein. Wir können jetzt weder in die Raid Hall of Cages zurück, noch sonst irgendwo hin. Geht nicht mehr. Wie denn auch? Wir holen uns jetzt einfach wieder. Ah, zu spät. Ja, ich hätte vielleicht jetzt die Goldmasken nicht beflecken sollen. Das war jetzt ein bisschen zu voreilig vielleicht. Aber macht nichts. Dann haben wir alles in ein Eid. Witzig ist es auf jeden Fall. Ohr einer Wache des Heiligtums. Ja, okay. Nein. Ich sagte nein. Ach, bin ich böse. So, nächster. Als Floating Castle, da gehen wir jetzt auch gleich hin und holen wir uns gleich das nächste. Aber erst Dome of the Forgotten, da sind wir eh nicht in der Nähe. Das ist eh nicht so weit. So, los geht's. So, nächster Eid, also nächste Sanctuary, befleckt, beschmutzt, getötet, alles, ne?
So. Fiole der Untersicht nicht vergessen, weil hier sind wieder die Geister am Start. Jawohl. Weg mit dir. Ich sagte, weg mit dir. Bam. Also ich wiederhole, das, was ich jetzt hier mache, braucht ihr nicht tun, gell? Ich hab nur Bock darauf. Mehr geht's nicht. Ah, jetzt bin ich falsch gelaufen, jetzt habe ich eine Ehrenrunde gedreht, ja, ist egal. Na gut, ist jetzt auch nicht so tragisch. Eigentlich sind jetzt nur noch die Sanctuaries wichtig, wo es zu den zu den Bossen geht. Da haben wir eigentlich eh schon 2 von 3. Eigentlich haben wir alle. Genau, Sigurd of Dust nehmen wir noch mit. So, das machen wir noch und dann ist aber Schluss, Leute. Wir müssen ja nicht alle machen, ne? Versprochen. Aber ich hatte Bock darauf, hier alles hier und jeden zu killen. So, das reicht, Leute. Die wichtigsten haben wir. Das passt. So. Gut. Jetzt nehmen wir das rufende Horn. Gehen zurück zur Salt Alchemy. Das passt schon so. Okay, und jetzt machen wir noch ein paar Aufträge. Ne, der war's, ne? Der war's denn? Der, war's der? Ne, wo war denn das? So, ne, das war ich hier gar nicht. Wo war denn der? Vor Bianca Meyer war's. Oder war's die Tierwelt? Ne, Tierwälder waren's, ne? Krypta der Toten Götter. Krypta der Toten Götter war es, genau. Sorry. Da müssen wir hin. So. Genau. Aufträge, so.
Da kriegen wir geiles Zeug. Schwarzes Salz. Eine kristallene Anhäufung von schwarzem Salz. Salz wird verdient, Salz wird verbraucht und gelegentlich wird Salz immer verloren. Verlorenes Salz säuert manchmal, wird schwarz und kristallisiert. Zerbrecht es, um Erschöpfungen verschwinden zu lassen. Dann haben wir noch Seite des Leidens. Moment, ich will mir das erst durchlesen. Umwickelt die Waffe damit, das ist Arcana Schaden, das ist sowas wie die befleckte Seite. Und dann haben wir noch das Fläschchen der Besudelung. Ein Glaskolben gefüllt mit verdorbenem Blut. Manches Blut kann zu einer heilenden Substanz gemacht werden, aber das ist bei dem hier nicht der Fall. Jede Kreatur, die dieses abscheuliche Zeug berührt, trägt einen Dunkelfluch, bis es vollständig abgewaschen ist. Weiß ich jetzt nicht, was es ist, ich nehme es jetzt einfach mal mit. Geschenkt, ne? Dann nehmen wir noch ein paar Blutfiolen mit. Ah, reicht nicht ganz, um den zu vervollständigen. Seite des Leidens brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt benutzen. Schwarze Salz. Können wir Erschöpfung verschwinden lassen. Why not? Fast hätten wir alles gehabt, Leute. Zwei fehlen noch. Zwei noch besudeln, aber ist egal. Naja, aber das passt schon so. Ja, wir haben jetzt 11 Fiolen, also da passiert uns so schnell nichts mehr, ne? Das ist alles völlig okay. Baum der Fähigkeiten. So, wir hauen aber rein in Traglast. Gut. Leute, das war jetzt eine kleine außertourliche Exkursion. Ich wollte einfach da mal ein bisschen rumspielen, ne? Mehr ging es mir nicht. Ihr müsst es nicht tun. Hat jetzt viel Zeit gekostet, also 20, 30 Minuten, aber ey, es macht einfach Bock. Im nächsten Part machen wir dann mit der Krypta der Toten Götter weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es hingeht zum optionalen Boss. Der Hauptboss ist auch drin und der optionale. Ich will auf jeden Fall alle in einem Part packen. Mal schauen, wie sich's ausgeht. Vielleicht der nächste oder der übernächste Part. Und dann sind wir eigentlich schon so gut wie durch. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine kleine Spielerei. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und Erfolg mit Salt and Sanctuary. Danke, dass ihr da wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, habe die Ehre.